So, schicken wir mal die Soldaten hoch. Währenddessen können wir wieder ein bisschen Geld einsammeln. Jetzt soll es auch nicht mehr so lange dauern. Alle Jahre wieder kommt der mal rum. Komm. Na komm, na komm. Boah, dafür habe ich definitiv die falschen Einheiten mit. Eben ist ein Zug mit neuen Terroristen angekommen. Einheit verloren. Genau, jetzt kommen von hinten die Fahrzeuge von denen und ich habe nichts, was ich dagegen machen kann. Weil ich nicht die richtigen Einheiten mit habe. So ein Flammenwerferpanzer wäre ganz praktisch gewesen jetzt. Aber dann sammeln wir erstmal unsere Truppen. Arschlecken. Geld, Geld. Ich glaube, ich kriege aus dem Ding gar nichts mehr. Und ich bin die ganze Zeit hier am Rumklicken drauf und das bringt mir gar nichts mehr. Ja. Das Geld ist versiegt. Gib mit nichts mehr. So, machen wir mal Verteidigungsmodus. Ich komme durch. Wie fährt der denn? Ja, so oder so. Mal gucken, falls hier noch ein bisschen Geld drin. Nö. Ja, dann einfach rüber. Müssen wir mit dem auskommen, was wir noch haben. Hasse ich. General, eben ist ein Zug mit neuen Terroristen angekommen. Hasse ich auch, den Zug. Ich hasse die ganze Mission. Wenn ich ganz außen rum laufe. Kannst du auch versuchen? Aber es wird auch nicht viel bringen.
Jetzt müssen sie vorne langlaufen. Sehr schön, bringt nichts. Und wieder weg. Ah, okay, hier hinten ist ein Stinger. Aber der Zug ist natürlich eine Gefahr. Wenn der kommt, rammt der meine Einheiten weg. Boah, jetzt kommen da wieder Terroristen. Ich darf die Gebäude nicht deaktivieren. Nein, 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 nein! Ich bin in die Sicht von den Mistdingern gekommen. Da oben sind auch noch Feinde. Das ist echt so eine Arbeit. General, eben ist ein Zug mit 9 Terroristen angekommen. Okay. Da sind die Verstärkungstruppen. Ei, 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 es kommen da noch Panzer. Einheit verloren. Weg, weg, weg. Komm, Flammenwerfer nach vorne. Ah, geht doch. Ja, komm. Einheit verloren. General, eben ist ein Zug mit 9 Terroristen angekommen. Ja, genau. Hauptsache, der schießt schon von da hinten, ey. Was ist das eigentlich? Bundestag in Mini? Nein, nicht da vorne angreifen. Ey, ich krieg die Krise. Genau, da sind ja 8 Truppen drin. 300, 600, 900. Die sind nämlich so günstig, als wenn ich die anders produziere. So. Puh.
Weil wir brauchen auf jeden Fall ein paar Soldaten vorne. Ihr seid schneller als die da hinten, bitte. Sonst rast sich leider aus. So, jetzt kommen wir nach vorne. Mit neuen Terroristen angekommen. Einheit verloren. Nein, 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 nein! Schon wieder finanziell am Ende. Wir brauchen noch eine Sekunde. So, wir brauchen hier hinten eh nur den Gatling. Der verteidigt den Drachenpanzer, können wir mit hochnehmen. Komm, 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 komm. Was eine Arbeit. So, du gehst dich mal eben reparieren. General, eben ist ein Zug mit neuen Terroristen angekommen. Da ist mir Jacke wie Hose mit den Terroristen. Hauptsache, ich krieg die weitere Infanterie nach oben. Sehr schön. Boah, scheiße, sind da viele Truppen noch. Boah, als wenn ich darauf Bock hab immer, ey. Und ich hab keine Artillerie, ich hab gar nichts. Ich muss durch den Scheiß durch. Das ist echt scheiße. Mehr als scheiße ist das. Moment.
Mir fällt gerade ein, es sind immer nur einzelne Einheiten drin. Also du hast 8 Standard-Cyborgs, aber hast immer 2, die rauskommen, wenn du die so produzierst. Also ist das doch teurer, der Transporter, wenn ich so gerade darüber nachdenke. Wir brauchen aber einfach massive Infanterie. Sonst komme ich da einfach nicht gut dran. Sehr schön. Hast dich selbst zerstört. Gute Arbeit. Richtig. Transportier mal Truppen. Wofür du halt auch gebaut wurdest. Konzipiert. Boah, Handy, vibriert doch nicht 1000 Mal am Tag. Weißt du, da krieg ich einfach die Krise. Unglaublich. Vor allem, wenn man die Nachrichten dann liest, die man bekommt, den ganzen Tag über. Ach, wer jetzt noch dabei ist, ey, du hast wirklich Sitzfleisch, die Mission immer noch mitzuerleben. Die einfach so elendig ist. Hätte ich vielleicht auch mit ein paar Drachenpanzern arbeiten können. Das Problem ist ja einfach, die sind eingeigelt hinten, so richtig scheiße in ihrem Gebiet. Und ich komme einfach nicht vernünftig an die ran. Und warum fährst du nicht zurück? Als wenn ich denen aus Spaß gesagt hätte, geh nach innen, fahr nach unten. Weil wenn ich von unten komme. So ein Scheiß einfach. So, der Rest muss laufen. Dann hoffe ich einfach das Beste, dass die Power ausreicht. Weil ich auch keine vernünftigen Fertigkeiten habe in der Mission, weißt du? Ich habe Fertigkeiten. Genau. Zeigt dir mal, was Sache ist. Obwohl, den will ich nicht in der Truppe haben. Der kann wir nach unten fahren und den Flammenpanzer nehmen wir noch mit hoch. Da sind noch ein paar, die wir mitnehmen können. Ah.
Warten wir noch auf den General, letzten Flammenpanzer. Eben ist ein Zug mit neuen Terroristen angekommen. Ich weiß nicht, ob ich den von der anderen Seite beschießen kann. Ja, habt auch noch eine höhere Range. Fucking Rockets. So, mit der Infanterie ablenken weiter. Komm, Flammenpanzer, du schaffst das noch. Ach, verdammte Hacke. Auch geil, wo der hin will. Komm, komm, komm. Ja, verdammten Mistviecher. Und ich komme natürlich genau nicht vorbei, ey. Ich krieg die Krise. Unglaublich, der baut sich auch direkt wieder auf. Einheit verloren. Wo? Unglaublich, und warum? Der Weg nach oben ist doch safe. Nicht auf dem Radar geachtet. Boah, jetzt sind wir schon eine Stunde dran an dem Kack hier, ey. Holla die Waldfährt, jetzt muss ich splitten, die. Naja. General, eben ist ein Zug mit neuen Terroristen angekommen. Kinderkacke, ey. Wenn ich wenigstens irgendeinen Generalpunkt hätte. Ich muss dann nur noch die Bitch durchbringen. Ach, wenn das meine Tanja wäre, ey. Die könnte wenigstens drauf feuern, wie so ein Bekloppte. Das war noch Zeit mit der Tanja damals. Das war aber in Tiberium C&C Saga. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam gehen wir in Rage gleich. Zuschauerzahl nach einer Stunde einer. Sind wir mal so voll strange. Speichern wir es einfach so.
und gucken, wie weit wir denn mit der Truppe kommen würden. General, eben ist ein Zug mit 9 Terroristen angekommen. Vor allem, dass der hier durch den Scheiß durchfährt, ne? Deshalb, da sind einfach noch Truppen drin. Normale Schützen drin gewesen und deshalb konnte ich da nichts machen. Und ich glaube, meine Füße riechen. Zähe Nummer einfach. Unglaublich zähe Nummer. Greif die doch an. Kommen sogar noch mehr Gegner. Ab in ein Gebäude. Aber jetzt sollte es mit denen hier noch reichen. Komm, go, go, go. Dann schicken wir die Lotus auf die Brücke. General, eben ist ein Zug mit 9 Terroristen angekommen. Ah, okay, dann haben wir eh noch eine Sekunde Zeit. Einheit verloren. Genau, feuer weiter, als ich feuern kann. Ich freue mich schon so auf die anderen Kampagnen mit den Rassen, sagen wir mal, beziehungsweise Fraktionen, die ich gut finde. So. Feuer frei auf die Mistviecher. So, das wird doch jetzt wohl reichen. Ja! Ich muss nochmal dran erinnern, wir spielen auf schwer. Also muss auch eine gewisse Fleißarbeit dahinter stecken. Immer. Oh mein Gott, wir warten sogar auf den Zug. Und weißt du, wenn der Schaffner kein Terrorist war? Da kommt der Eckzug. Eckeggebateng! Nein! Der schöne Zug, Sheldon. Wir haben gewonnen. Unglaublich. Da ich das noch erleben darf. Puh. 300 Einheiten verloren. Unglaublich. Freunde der Spielkultur, wer jetzt noch dabei ist, danke. Ansonsten, bis zum nächsten Mal, euer Doc.